Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kam das Update 13.3.0 raus und damit gab es natürlich wieder eine Menge neuer Änderungen, wobei noch nicht so wirklich viele tatsächlich mittlerweile aktiviert wurden. Trotzdem werde ich euch alles einmal erzählen, was jetzt mit dem Update neu ist. Wenn ihr natürlich in Zukunft zu allen weiteren Updates auch keine weiteren Videos mehr verpasst wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Und ich hatte vorhin auch schon ein Challenge-Video rausgehauen, wo ihr nochmal 25.000 kostenlose EP freischalten könnt. Also wenn ihr das auch nochmal sehen wollt, checkt gerne die Infokarte aus, dort werde ich es verlinken, solange ich es nicht vergesse. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit den ganzen Leaks. Als erstes würde ich sagen, gehen wir mal durch die ganzen Skin-Leaks durch und dort gibt es tatsächlich eine ganz schöne Menge und vor allem gibt es auch eine ganz schöne Menge an Paketen. Wie ihr es ja sicherlich wisst, gibt es ja jetzt auch innerhalb dieser Woche noch den Geburtstag von Fortnite. Dazu gibt es natürlich auch einige Items und das erste, was wahrscheinlich auch schon relativ viele mitbekommen haben werden, ist, dass zum einen im Item-Shop nur noch das eine Paket ist, nämlich das Starter-Pack. Und ansonsten gibt es jetzt auch bei diesem Starter-Pack tatsächlich mehrere Stile, was auch, glaube ich, das erste Mal ist, dass es so etwas gibt. Vorher war es ja eigentlich immer so, dass ein Starter-Pack-Skin immer nur den einen Stil hatte, danach keine neuen bekommen hatte. Und jetzt haben wir tatsächlich einen schwarzen Stil hier vom Yellow Jacket-Skin, was auf jeden Fall ganz nice ist. Und kostenlose Stile sind natürlich immer echt ziemlich nice. Das ist allerdings natürlich nicht der einzige Stil, den wir haben, denn wir haben natürlich noch einige weitere Stile, unter anderem haben wir dort einmal hier zu diesen ganzen Skins einmal noch weitere Stile, also natürlich einmal, wie gesagt, zum Yellow Jacket Skin natürlich an sich und dann gibt es auch noch hier einmal von diesem Bash Skin auch noch eine dunkle Variante, die dann eben halt so ähnlich aussieht wie vom dunklen Farbenbomber und es gibt auch vom Nightlife Skin noch einen pinken Skin, das ist ja, glaube ich, dieser Skin, der so mit auf Musik reaktiv ist. Zusätzlich dazu gibt es natürlich auch noch, wie gesagt, zum dritten Geburtstag von Fortnite dieses Backpack, was wir uns dann natürlich auch wieder kostenlos freispielen können. Die Challenges dazu werden wahrscheinlich am Donnerstag oder so freigeschaltet werden. Zurzeit sind sie allerdings noch nicht freigeschaltet. Zusätzlich dazu wird es ja dieses Wochenende auch noch den Galaxy Cup geben. Das heißt, für alle Besitzer eines Smartphones, eines Android-Smartphones, welches Fortnite unterstützt, die können an diesem Cup teilnehmen. Und ich glaube, bei allen, bei den besten 10.000 Spielern, die können eben mal den Skin freischalten. Und alle, die 5 Runden dort spielen, können dann auch zusätzlich noch die Lackierung freischalten. Ansonsten wird der Skin allerdings an sich auch noch in den Shop kommen. Das heißt, falls ihr nicht die Möglichkeit habt, wie zum Beispiel ich habe dazu auch nicht die Möglichkeit, das freizuschalten, weil ich nur ein Galaxy A3 habe. Damit ist das beispielsweise nicht möglich. Und für alle, die haben trotzdem die Möglichkeit, diesen Skin zu bekommen. Und zwar wird er wahrscheinlich so in ungefähr einem Monat dann im Shop erscheinen. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Besteht immer dann aus dem Set, aus einer Spitzhacke, aus dem Gleiter, dem Skin an sich und dann immer noch der Lackierung. Die werde ich euch gleich allerdings auch noch zeigen. Dann haben wir als nächstes auch noch so irgendwie ein Fortnite Classic Set. Das wird wahrscheinlich auch im Shop dann irgendwann erscheinen oder wir werden es vielleicht sogar kostenlos bekommen. Ist ja immer die Frage, wie wir es dann bekommen werden. Auf jeden Fall hier die klassischen Items, wahrscheinlich alles als Backpack, bis auf jeden Fall hier den Zwerg. Der wird wahrscheinlich dann eine Spitzhacke sein, mit relativ großer Wahrscheinlichkeit. Und dann haben wir auch noch ein weiteres Sommerpaket. Dort haben wir einmal den geschälten Pili und dann noch zwei weitere Skins dazu und natürlich deren Backpacks auch jeweils immer noch. Sieht auch ganz cool aus. Dann als nächstes haben wir eine Zusammenfassung von allen Skins, die jetzt drin sind. Dort haben wir einmal, wie gesagt, den Galaxy Skin am Anfang. Diese drei Skins sind dann zu dem Sommerpaket. Dann haben wir als nächstes eben halt hier die im Prinzip die andere Version vom Nightlife Skin. Einmal hier den Party Scar, den Party Diva und den Party MVP. Im Prinzip eine andere Muster drauf und dann eben halt einen anderen Kopf und einen anderen Skin im Prinzip einfach. Aber ansonsten haben die im Prinzip alle genau das gleiche. Könnte aber auch sein, dass es tatsächlich Stile sind. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, man muss sie alle einzeln kaufen, ähnlich wie bei Fußballskins oder ähnlichen Skins auch. Was das hier ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, als irgendein Placeholder. Dann haben wir auf jeden Fall den Dummy als nächsten Skin noch. Der ist ja mehrmals auf der Karte vorzufinden und hatte eben halt immer so eine Kiste in der Hand und jetzt haben wir eben halt da auch einen Skin zu. Dann habe ich hier noch so ein paar Sommerskins, ein paar, ja, schon wieder Spionageskins eigentlich, mehrere verschiedene und dann haben wir am Ende nochmal eine weibliche Beef Boss Skin, ist auch ganz nice und soweit auf jeden Fall dann zu den Skins. Dann haben wir zunächst natürlich noch deren Backpacks alle dazu und das sieht auf jeden Fall auch alles ganz geil aus. Wie gesagt, die 30 Items werden hier auch als Backpacks alle sein und gehören eben halt zu einem Set und das eine davon ist auch reaktiv, hier dieser Fernseher und dann gibt es dazu natürlich noch die Lackierung, einmal natürlich hier die Galaxy Lackierung, dann noch zwei weitere Lackierungen
Aktualisierung, die wir bekommen werden. Und dann noch eine Musik, die zum The Device Event bzw. das Gerät-Event gehörten. Und dann gibt es auch noch ein paar neue Emotes. Unter anderem ist hier, glaube ich, ein Emote wieder auch von TikTok dabei. Und dann gibt es natürlich noch deren ganzen Spitzhacken dazu. Sieht auch auf jeden Fall alles ganz nice aus. Und dann gibt es nochmal zusätzlich wahrscheinlich auch kostenlos für uns diese Items. Einmal natürlich eine Doppelspitzhacke und dann hier einmal diese ganzen drei Backpacks. Die werden wir wahrscheinlich alle kostenlos auch mit noch weiteren Challenges erhalten können. Das Besondere ist heute tatsächlich, dass wir zwar relativ viel in den Gamefiles bekommen haben, aber an sich nichts Neues im Game erhalten haben. Ich weiß nicht, ob irgendwelche Items jetzt vom Normal-Modus in Arena-Modus eingefügt wurden oder so, aber auf jeden Fall gibt es ansonsten kein einziges neues Item und das Ganze wird wahrscheinlich erst innerhalb der nächsten Tage aktiviert. Wie ihr es sicherlich wisst, sollten eigentlich heute schon die Autos aktiviert werden, beziehungsweise so war es immer in den Gerüchten. Und was auf jeden Fall relativ witzig ist, dass es jetzt einfach gar keine Autos mehr gibt, beispielsweise alle Zugmaschinen von den LKWs sind weg. Überall die Autos, die in der Stadt stehen, außer die, die man so oder so natürlich nicht fahren können wird. Die stehen natürlich noch, aber ansonsten sind alle Autos weg. Das heißt, ihr werdet auch sehr, sehr wenig Möglichkeiten nur noch haben, Metall zu farmen. Ich hoffe, da kommt auf jeden Fall nochmal etwas, wie wir einfacher Metall farmen können, weil ohne Autos wird es natürlich etwas schwierig. Und die Autos werden dann wahrscheinlich bis spätestens Donnerstag um 15 Uhr eingefügt. Also ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass entweder morgen am Mittwoch um 15 Uhr ist oder eben halt am Donnerstag um 15 Uhr ist. An einer der beiden Daten werden die ziemlich sicher eingefügt, da wir nämlich am Donnerstag eine Challenge haben, wo wir ein Auto auftanken müssen. Und wie gesagt, zurzeit sind die eben halt gar nicht verfügbar und wahrscheinlich, wenn die aktiviert werden, gibt es die dann zurück im Game und dann können wir die eben halt auch direkt fahren und richtig benutzen. Wahrscheinlich wäre das zurzeit eigentlich schon aktiviert, dass man die fahren kann. Ja, wie gesagt, die wollen es eben halt noch nicht, dass wir das machen können. Warum auch immer, vielleicht arbeiten die noch an ein paar Sachen. Auf jeden Fall, falls ihr euch wundert, warum eventuell die Autos weg sind, hat eigentlich einen relativ simplen Grund. Und zwar, wie gesagt, dass eben halt das als Vorbereitung auf den Release der Autos ist. Zusätzlich dazu gibt es auch demnächst wieder eine neue POI, also einen neuen Ort, den wir auf der Karte freischalten werden. Der wird mit innerhalb der nächsten Wasserabsenkung hinzukommen. Und zwar befindet der sich hier in der Nähe von Craggy Cliffs. Ihr wisst ja sicherlich, dass an dieser Spitze auch ordentlich Land noch ist, was irgendwann mal freigelegt wird. Dauert allerdings wahrscheinlich noch so 2 bis 3 Wochen, vielleicht auch noch mehr, bis das freigeschaltet wird. Und dort unten, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ich glaube so ganz leicht sieht man da dieses Objekt. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie gut das auf YouTube zu sehen ist. Ich werde es gleich auch nochmal näher zeigen. Ich hoffe, ich komme in irgendeinen guten Winkel so. Ja, da unten kann man es auf jeden Fall sehen. Dort ist nämlich etwas Neues. Zusätzlich gibt es dort hinten auch in der Wand ein sehr, sehr interessantes Objekt. Und zwar ist das ein Triebwerk eines Raumschiffs und dort unten befindet sich eben halt selbst ein Raumschiff drin. Wenn man das mal ohne das Wasser sehen würde, dann sieht das eben halt genau so aus. Und da sieht man auf jeden Fall, innen drin sitzt eine Person. Das wird wahrscheinlich tatsächlich ein Boss sein. Also eventuell könnten wir dort auch eine neue mythische Waffe erhalten, wobei ich es eher nicht glaube. Ich glaube, es ist rein eben halt für Challenges. Da gibt es auch schon ein paar, die geleakt sind. Wenn die rauskommen, wird es natürlich dazu auch ein Video geben, wo man eben halt dann dieses Raumschiff wieder reparieren muss. Und wahrscheinlich wird es dort dann eben halt irgendwelche Kisten auch nochmal zusätzlich geben. Und das Ganze wird dann eben halt irgendwann dort unten im Wasser auftauchen. Und ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wann das freigeschaltet wird. Auf jeden Fall ist das eine der Neuerungen, die wir jetzt auf jeden Fall noch in Fortnite erwarten können. Neben dem gibt es allerdings natürlich auch noch bei Atlantis irgendwann die Möglichkeit, dass wir auch dorthin können. Und soweit sind es dann auf jeden Fall die beiden großen Map-Changes. Ansonsten gibt es aber auch noch ein paar weitere geleakte Sachen, die wir uns auch noch anschauen können. Unter anderem wären da nämlich einmal hier wieder die Sachen von The Yard. Das waren, die waren alle mal ursprünglich auf The Yard tatsächlich drauf und sind jetzt irgendwie wieder zurück in den Game-Files, warum auch immer. Eventuell soll das, weil es alles so vergoldet ist, auch eine Anspielung darauf sein, dass Midas vielleicht doch noch lebt und eine Rolle tatsächlich spielt. Und generell natürlich die ganzen alten Helden aus Season 2 immer noch eine Rolle spielen. Könnte eventuell eine Anspielung darauf sein. Wie gesagt, hier gibt es ein paar Items davon. Dann können wir hier uns auch nochmal dieses Ship, dieses Raumschiff aus anderen Perspektiven anschauen. Relativ uninteressant, konnte man eigentlich alles auch schon auf dem ersten Bild sehen. Und hier auch nochmal eine Ansicht von drin. Also ein recht klassisches Raumschiff eigentlich. Und ist alles so ein bisschen im Wasserstil gehalten. Und ist im Prinzip auch genauso ähnlich wie wieder eine
Battle Pass Skin tatsächlich, und so wird es dann eben halt genau aussehen, wenn irgendwann dann hier mal das Wasser sinkt. Wie gesagt, wird wahrscheinlich noch ein paar Wasserabsenkungen auf jeden Fall dauern, 2 bis 3, damit könnte man auf jeden Fall rechnen. Und dann gibt es zusätzlich dazu auch noch ein paar Neuerungen, die jetzt auch wieder mit den Autos zusammenhängen. Und zwar auf der Fortnite-Karte gibt es wieder ein paar Änderungen bei den Tankstellen. Ich werde euch jetzt mal ein paar Änderungen zeigen. Es wird jetzt nämlich passen dazu, dass es natürlich so viele Autos geben wird. Auch natürlich größere Tankstellen geben, womit man sich dann natürlich leichter wieder auftanken kann. Und unter anderem gibt es dort eine deutlich größere Tankstelle jetzt in Salty Springs. Und hier kann man eigentlich relativ simpel einmal die Änderung tatsächlich schon erkennen. Vorher war das ja so eine ganz kleine und eine etwas modernere Tankstelle. Jetzt ist es so etwas kleiner und ich glaube, hier diese ganzen Zapfsäulen haben sich auch verändert. Und hier kann man dann relativ simpel eigentlich an relativ vielen Stellen dann auch seine Autos auftanken. Zusätzlich gibt es irgendwie zurzeit einen Bug, dass, glaube ich, bei manchen Türen sich die doppelt öffnen. Ich weiß nicht, bei welchen das ist, aber ich habe es auf jeden Fall auf Twitter gesehen, dass es irgendwelche Türen gibt, wo es anscheinend Doppelte gibt. Ich weiß, genau, hier ist das zum Beispiel so eine Tür. Das ist irgendwie auch weird, dass sie, wenn man die schließt, dass sie dann irgendwie doppelt verfügbar sind. Also irgendwie ganz, ganz komisch. Ist, glaube ich, hauptsächlich bei den Tankstellen hier verfügbar. Beziehungsweise hier bei den Tankstellen ist hauptsächlich der Bug damit. Zusätzlich ist auch nochmal genau das gleiche in der Lazy Lake passiert. Dort war ja auch schon am Anfang der Season eine Tankstelle und die wurde jetzt auch nochmal im Prinzip auf die gleiche Größe von der Tankstelle bei Catty Corner vergrößert. Und jetzt haben wir hier wirklich auch eine richtig, richtig große und vor allen Dingen auch eine hohe Tankstelle. Hier sollte auf jeden Fall auch genug Platz sein, wo man sich dann eben halt voll tanken kann. Zusätzlich dazu ist natürlich hier auch jetzt eine Kiste drin. Und auch die Slurp Barrels, ich glaube, das war vorher alles nicht hier drin. Auf jeden Fall nochmal eine kleine Extension hier für Lazy Lake. Ansonsten sind mir bisher keine weiteren Tankstellen aufgefallen, die vergrößert wurden. Wenn euch noch irgendwelche auffallen, könnt ihr es natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Und ich werde euch, wie gesagt, auch noch auf dem Laufenden halten, wann die Autos rauskommen. Dort werden natürlich dann auch noch ein paar Experimente mitmachen. Wie gesagt, wir können damit rechnen, dass am Donnerstag rauskommt. Dazu werde ich natürlich auch noch ein Challenge-Video raushauen, also wenn dann eben halt die Woche 6 Challenges rauskommen. Und ich hoffe, euch hat dieses Video auf jeden Fall gefallen. Wenn es so sein sollte, bewertet es gerne. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.